Gut, wir haben hier ein Glas Wasser und wir werden mal das Prinzip der Schlauchwaage vorher zeigen. Ich habe hier ein anderes Glas, das ist leer und ich drücke hier einfach dieses leere Glas hier rein und man kann sehen, überall ist der gleiche Wasserstand. Der gleiche Wasserstand ist aber auch, das war das Grundprinzip, Dankeschön, in dieser Vorrichtung, das ist auch ein verbundenes Röhrchen. Hier würde ich nicht verbundenes Röhrchen sagen, man sagt auch verbundene Gefäße dazu. Und überall ist auf beiden Seiten der gleiche Wasserstand. Auch wenn ich das kippe, ist hier und hier immer in Waage der Wasserstand des einen und des anderen. In Waage heißt waagerecht, also auf gleicher Höhe. Frau Assistentin, bitte nochmal das Ding übernehmen. Und auch hier, ich hoffe, dass das jetzt gut zu sehen ist. Ich halte mal die beiden, ich habe hier durch einen Schlauch zwei Röhrchen verbunden. Und auch hier sieht man, dass überall der gleiche Wasserstand herrscht. Jetzt kann ich diese eine Höhe annehmen und kann überall im Raum rumgehen und könnte überall mit dem anderen Wasserstand, der ja genauso hoch ist wie der eine, hier, wo mein Finger dran ist, könnte ich überall gleiche Höhen darstellen. Das heißt, ich kann zum Beispiel, man sagt ja Schlauchwaage dazu, ich könnte also im Raum rumgehen und überall einen gleichmäßig hohen Strich anbauen. Ganz egal. Und das Schöne der Schlauchwaage ist, weil es ein Schlauch ist, ist das Ding elastisch und ich kann da einfach agieren, wie ich will. Jetzt wackelt das natürlich, weil ich gewackelt habe. Aber egal, wie ich den Schlauch halte, der Wasserstand bleibt gleich. Dankeschön.